Herzlich willkommen in Schwerte an der Ruhr. ...1867 wurde die Gleisverbindung von Hagen-Hengstei über Schwerte nach Holzwickede in Betrieb genommen. Damit war Schwerte an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Bereits 1870 fuhren die ersten Züge von Schwerte durch das obere Ruhrtal bis Arnsberg. Von Iserlohn erreichten 1910 die Gleise den Schwerter Bahnhof. Nur wenig später, 1913, ging die Bahnverbindung von Schwerte nach Dortmund-Hörde in Betrieb. Noch im gleichen Jahr wurde ein großer Rangierbahnhof in Geiseke dem Verkehr übergeben. Der Bau des großen Eisenbahnausbesserungswerkes begann 1914. Innerhalb weniger Jahre wurde Schwerte eine Eisenbahnerstadt. Mein Name ist Werklok Nummer 2. Ich stehe hier im Eisenbahnausbesserungswerk Schwerte. Vor 100 Jahren, also 1914, begann die königlich-preußische Eisenbahndirektion mit dem Bau dieser Dampflok-Reparaturwerkstatt. Für einen sicheren Transport von Personen und Gütern waren planmäßige Untersuchungen von Dampflokomotiven unerlässlich. Die große Anzahl an Lokomotiven machte den Bau eines neuen und modernen Ausbesserungswerkes erforderlich. Der Erste Weltkrieg unterbrach die Bauarbeiten. Ab 1919 wurde weitergebaut. Der Werkbetrieb konnte 1922 aufgenommen werden. Das Schwerter Werk war eines der bedeutendsten in ganz Deutschland. Von 1924 bis 1968 habe ich hier Tag für Tag die Rangierarbeiten zuverlässig und gewissenhaft durchgeführt. Das sind Fotos aus dem Jahr 1928. Mein Lokschild am Führerhaus habe ich immer mit Stolz getragen. Würde ich heute noch rangieren, sehe das wohl so aus. Nach der Reparatur wurden die Lokomotiven wieder angeheizt und Probefahrten durchgeführt. Vor der Anheizhalle war immer mächtig was los. Hier qualmte und zischte es Tag und Nacht. Ruß und Kohlenstaub hingen in der Luft. Thank you.
letzte Dampflok wurde hier 1967 repariert. Wie sollte es mit dem Werk weitergehen? Viel ist damals in der Presse berichtet worden. Bis zur endgültigen Schließung 1987 wurde das Werk als Sonderwerk für Schwerlastwaggons genutzt. Werkhallen und Gebäude wurden unter Denkmalschutz gestellt. Bis heute werden sie hauptsächlich von Stahlfirmen genutzt. Gleisanschlüsse sind vorhanden und täglich werden Waggons rangiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschaffte die Deutsche Bundesbahn moderne Diesel- und Elektrolokomotiven. Die alten Dampfresser hatten ausgedient. Die Werkhallen wurden nach und nach von der Deutschen Bundesbahn aufgelassen. Stahlverarbeitende Firmen zogen in die Hallen ein. Für die Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Eisenbahnausbesserungswerk Schwerte haben die Eisenbahnfreunde Schwerte kräftig geworben. Das sind sie von links: Sabine Totzauer, Klaus Tillmann, Wolfgang Güttler, Herbert Kluge und Lothar Schulze. Und hier die vielen Sponsoren, Unterstützer und Helfer. Vorträge im Ruhrtalmuseum wiesen viele Schwerter Bürger auf das bevorstehende Jubiläum hin. An einem Informationsstand in der Eisenbahnersiedlung wurden Flyer verteilt. Auf Plakaten war zu lesen, was den Besuchern am Tag der offenen Tür alles geboten wird. Sparkasse, Volksbank und die Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft unterstützten tatkräftig das Projekt. Fast 4 Wochen lang stand das Ruhrtalmuseum unter Dampf.
Die Eisenbahnfreunde Witten stellten ihre große Modellbahn zur Verfügung. Während die kleinen Dampfzüge noch ihre Runden drehten, wurden im Werk für die Präsentation der Dampfrösser die Gleise freigeschnitten und Gefahrenstellen mit einer Signalfarbe markiert. Für das Jubiläum erhielt die alte Anheizhalle einen neuen Anstrich und wurde mit Logo und Schriftzug versehen. Bereits am Vortag der Jubiläumsveranstaltung wurden die Schwerlastwaggons angeliefert und in die ehemalige Lokrichthalle rangiert. Auch Getränke und Würstchen erreichten den Veranstaltungsort schon einen Tag früher. Am 20. September 2014 war es dann soweit. Von nah und fern kamen endlich wieder rauchende und fauchende Gäste ins Werk. Es war wie früher. Dampfwolken überschwerte. Die Besucher waren begeistert. Von überall her strömten die Besucher ins Werk. Einen ganzen Tag lang Eisenbahnromantik für große und kleine Eisenbahnfans.
Wer mit der Bahn nach Schwerte kam, wurde vom Bahnhof mit einem alten Bahnbus bis zum Werksgelände in Schwerte Ost gefahren. Getränke und Würstchen gab es am Verpflegungsstand der Eisenbahnfreunde Witten und am Stand der Malteser. Viele Firmen, Vereine und Sportclubs boten Kaffee und Kuchen an. Der WDR berichtete noch am selben Abend über die gelungene Veranstaltung. Im Filmvorführraum konnten Besucher unter anderem Aufnahmen aus dem Jahr 1928 bestaunen. Fast stündlich starteten Führungen durchs Werk. Moderne Diesel- und Elektrolokomotiven zeigten den Besuchern den Strukturwandel der Triebfahrzeuge. Überall informierten große Plakate, wie es früher vor Ort aussah und was heute in den Hallen produziert wird. Die Gedenkstätte erinnerte an die dunkle Zeit des Werkes. Während des Krieges wurden Strafgefangene, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge im Werk eingesetzt. Führungen gab es auch durch die Eisenbahner Siedlung. Sie wurde zusammen mit dem Werk errichtet. 1935 war sie in ihrer vollständigen Ausdehnung fertiggestellt. Die gesamte Siedlung steht heute unter Denkmalschutz. Ein Modell der Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft zeigte die Größe des Werkes und der angrenzenden Siedlung. Beim Betrachten dachte so mancher Besucher, im Werk werden immer noch Lokomotiven repariert. Die Jubiläumsveranstaltung war ein voller Erfolg. Den Besuchern wurde gezeigt, was in Schwerte Ost einmal los war. Und weil es so schön war, wird 2064 das 150. Jubiläum gefeiert. Ich freue mich schon drauf. Dampflokomotiven in Schwerte. Etwas Schöneres gibt es doch nicht.
Einen Tag nach dem Jubiläum wehten noch einmal Dampfwolken über Schwerte. Ein Sonderzug startete von Schwerte nach Winterberg und das Dampfross zeigte allen, was in ihm steckt. Es stimmt also, Schwerte ist und bleibt eine Eisenbahnerstadt.